Mein Name ist Seidler Jachim, ich bin Küchenchef hier in der Suppenküche Mahlzeit. Wir sind ein soziales Projekt und kochen mit wenig Einsatz gute Sachen und preiswerte Sachen. Und ich möchte heute gerne ein erzgebirgisches Gericht vorstellen, pochierte Eier und Tomatensauce, was von meiner Großmutter kommt aus Breslau, die das da mitgebracht haben damals und was immer sehr gut ankommt. Für die Tomatensauce machen wir einen Ansatz aus Speckwürfeln und Zwiebelwürfeln mit Tomatenmark und Ketchup und frischen Tomatenwürfeln. So, wir machen uns einen Speck-Zwiebel-Ansatz. Und aber Speck und Zwiebel ordentlich dran, also ordentlich viel, weil das ist die Basis des Ganzen. Ne? Wenn das dann ausgelassen ist, machen wir uns die frischen Tomatenwürfel dran, die wir jetzt vergessen haben. Bissen wir ein wenig an, klein wenig Tomatenmark. Reduzieren das bisschen ein, lassen das runterkochen. Jetzt geben wir noch etwas Tomatenketchup zu, wie aus DDR-Zeiten kennengelernt. Wenn das ein bisschen eingekocht ist, füllen wir das dann einfach mit Brühe auf. Und das Ketchup wird eigentlich heute nur noch verwandt, die Tomatensauce als solches wird nur von frischen Tomaten gemacht und mit Tomatenmark eventuell noch, um Farbe reinzubekommen. Und wir aus der früheren DDR, wir benutzen heute noch immer ein bisschen Ketchup als Geschmacksträger. All das war sehr beliebt und ist heute noch beliebt bei uns hier und hat irgendwas Regionales für uns. Jetzt würzen wir das Ganze mit einer Prise Pfeffer, Lorbeerblatt und Piment. Und das lassen wir dann ein bisschen köcheln, das ist durchkocht. Und wir passieren aber nichts. Wir lassen Speck und Zwiebel, bleibt alles drin. Rustikal, wie es so früher bei Oma war. Und dort machen wir dann, die geben wir dann nur mit den pochierten Eiern zusammen. Wir haben uns jetzt einen Ansatz gemacht mit einer Brühe, mit einer gespickten Zwiebel, das heißt eine Zwiebel gespickt mit Lorbeerblatt und Nelke und haben noch ein bisschen Piment dazugegeben. Das lassen wir 5-6 Minuten durchkochen und das Ganze würzen wir mit Salz und mit einem kleinen Spritzer Essig, um das Ei zu binden. Und wenn wir dann soweit sind, holen wir uns die Zwiebel raus, machen dann hier die Eier rein, geben die in den Fond. So, dann Spritzer Essig noch mit dazu. So, dann schlagen wir uns jedes Ei einzeln auf, geben das in die Kelle und lassen das ganz vorsichtig in den Fond, der nicht mehr kocht. Ja. Und das muss jetzt anziehen, schlagen das etwas über so, und lassen jetzt das Ganze gar ziehen. Das heißt, es darf nicht mehr kochen. Das Eigelb innen muss weich bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, es darf nicht hart werden. So, das pochierte Ei ist jetzt nach 3 bis 4 Minuten gar gezogen und ist schon fertig. So, wir schieben das auf den Rand. Und schmecken unsere Tomaten so noch einmal ab. Einfach nur eine Prise Zucker, nicht zu viel, weil das Ketchup ist schon relativ süß. Ein Spritzer Zitrone noch dran, so ein bisschen Frische mit reinzubringen und schon ist das alles fertig. So, und wie gesagt, es wird nicht passiert, es bleibt so rustikal wie es ist. Und dann können wir das schon anrichten. Das Ganze verfeinern wir dann mit Kräutern, mit Schnittlauch, Petersilie, um das alles ein wenig aufzuwerten. Die pochierten Eier
erzgebirgischer Art. Die legen wir dann auf die kräftige Tomatensauce. Lassen das schön abtropfen aus unserem Fond heraus und richten die ganz fein oben an. Ne? Und das Ganze wird mit frischen Kräutern verfeinert. Also das ist sehr rustikales Essen, was sehr schnell und leicht geht. Zubereitungszeit 20, 25 Minuten. Und ich wünsche Ihnen recht guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.